Mein Name ist Axel Großstück. Ich bin IT-Consultant bei der Firma Stanek. Stanek gibt schon relativ lang, seit 1974. Wir sind ja ein IT-Systemhaus, das mit der DATEV zusammenhängt als DATEV Solution Partner. Wir bieten dem Kunden von der Infrastruktur bis hin zu digitalen Lösungen, die mittlerweile ja, Einzug gehalten haben. Axel zeigt mir heute die Aufgaben der Kaufleute für Digitalisierungsmanagement. Das ist ein noch relativ neuer Ausbildungsberuf mit viel Zukunftspotenzial. Den Kaufmann für Digitalisierungsmanagement gibt es jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre wurde das Ganze novelliert. Und dann hat man natürlich neue Inhalte mehr oder weniger aufgrund der fortlaufenden Digitalisierung und Automatisierung. Doch was ist eigentlich das Besondere an diesem Job? Der Beruf ist eigentlich die Schnittstelle zwischen der IT und der kaufmännischen Seite. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil ohne kaufmännisch geht es nicht. Und die kaufmännische Seite kann mittlerweile ohne die IT auch nicht mehr. Als Beispiel zeigt mir Axel eine App, mit der man das Unterschreiben von Dokumenten digital erledigen kann. Genau nach solchen oftmals noch analogen Geschäftsprozessen halten Kaufleute für Digitalisierungsmanagement die Augen offen. Es ist so, dass der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement oder die Kauffrau, die muss ja den Bedarf irgendwo sehen. Bei dem Unternehmen brauche ich diese Lösung, weil dort Prozesse sind, die ich damit optimieren kann. Und das Nächste, was dann kommt, ist im Prinzip nicht nur das, den Bedarf ermitteln, sondern dass ich dann im Nachgang auch noch sage, du, pass auf, wir müssen das Ganze auch einrichten, dass das sauber funktioniert. Wir müssen die Mitarbeiter schulen. Also das heißt, auch diesen Support zu leisten, zu geben. Und das ist das, was ich eigentlich tagtäglich tue. Die Kundinnen und Kunden zu schulen und mit den neuen IT-Systemen zu unterstützen, zählt also ebenso zu Axels Kernaufgaben wie die Beratung selbst. Um diese Aufgaben professionell anzugehen, hat sich Axel bei Stanek sein eigenes kleines Hallstatt-Hauptstadt-Studio gebaut. Hier führt er regelmäßig Webinare durch oder hält Vorträge zu neuen Produkten. Ich werde Zeugin einer kurzen Produktschulung, die Axel durchführt. Vormittag und ich heiße Sie willkommen zu unserem Webinar DATEV Unternehmen online für Unternehmen. Und da würde ich Ihnen natürlich erst einmal ein paar organisatorische Hinweise an der Stelle geben. Er spricht dabei so ansteckend und begeistert, dass auch ich Axels Leidenschaft für die Digitalisierung spüre. Axel ist in seinem Element und ich bin echt begeistert, wie spannend dieser Job ist. Aber mir ist auch klar, man sollte einige Stärken mitbringen, wenn man hier arbeiten möchte. Also einmal natürlich Neugierde. Das ist ein ganz großes Thema. Dann natürlich kaufmännisches Verständnis. Man sollte tatsächlich nicht unbedingt jemand sein, der sich im Keller verkriecht und nicht sprechen möchte. Natürlich auch gewisse Art, selber sich weiterentwickeln zu wollen. Axel liegt viel daran, Unternehmen zu helfen, den Sprung ins digitale Zeitalter erfolgreich zu meistern. Und sowohl die Vielseitigkeit als auch der Innovationsgedanke des Jobs ist genau das, was Axel an seinem Beruf so gut gefällt. An meinem Job gefällt mir meistens, dass ich erstens mit unterschiedlichsten Branchen zusammenkomme, jeden Tag aufs Neue, immer wieder andere, dass ich im Prinzip relativ frei in meiner eigenen Arbeit bin. Ich beschäftige mich sehr viel mit IT selbst, weil mich das selber am Brennen hält. Was mir natürlich noch an der Arbeit generell gefällt, ist, dass wir hier relativ offen miteinander umgehen und dass wir natürlich auch das ein oder andere Event nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für intern veranstalten. Das heißt, da wird ab und zu mal gegrillt. So auch heute. Das Team von Stanek lädt mich zum Feierabend noch zum Currywurstessen auf der schönen Firmendachterrasse ein. Hier reden wir hinter den Kulissen noch viel darüber, was Axel antreibt und an seinem Job fasziniert und wie gerne er sich als junger Erwachsener für eine Ausbildung als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement entschieden hätte, wenn es diese Ausbildung damals schon gegeben hätte. Dieser Job passt garantiert auch super zu dir, wenn du analytisch denkst, schon erste IT-Kenntnisse besitzt und Lust darauf hast, stetig am Puls der Zeit zu arbeiten.